Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt. Und in der heutigen Folge, da nehme ich euch einfach mal mehr oder weniger random mit zum deutschen Abendessen. Ich fahre jetzt nämlich nach Nakhloa, beziehungsweise wir fahren jetzt nach Nakhloa und werden dort zu Abend essen. Es geht ins Old Germany, da bin ich mehr oder weniger letztens durch Zufall gelandet. Ich hatte geschaut, war schon recht spät, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, 10:30 oder so, welches deutsche Lokal in der Nähe noch geöffnet hat. Und da war das Old Germany ja irgendwie noch auf. Ich war erst ein Lokal daneben, aber die hatten dann irgendwie schon die Küche geschlossen. Dann sagten die mir, Old Germany, da könnte man wohl noch, beziehungsweise könnte man wohl noch was essen. Ja, hat auch geklappt und hat mir auch ganz gut geschmeckt. Deswegen werde ich mich jetzt mal auf den Weg dahin machen. Ich nehme uns jetzt ein Motorbike-Taxi und dann geht's los. Viel Spaß bei dem Video. Ja, das Old Germany befindet sich an der Nakhloa Road. Wenn ihr vom Dolphin-Kreisel, ja, weiß ich gar nicht, so 100 Meter vielleicht, sage ich jetzt mal über den Daumen gepeilt, vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger, auf der rechten Seite vom Dolphin-Kreisel die Nakhloa Road runter. Und dann werdet ihr das schon sehen. Aber noch vor der Soi Nakhloa 33. Und als kleine Orientierung, hier ist das Grand Central Point Space Pattaya. Ich drehe jetzt einmal die Kamera hier rüber auf die andere Straßenseite und dort befindet sich das Old Germany hier mit dem Schild. Na, hier mal jetzt nicht. Und jetzt hier, das ist mal die Speisekarte. Frühstück gibt es hier auch. Diverse Frühstücksmöglichkeiten. Traubencocktail. Diverse Suppen. Ja, also ihr seht, ganz gute Auswahl hier. Wie gesagt, letztes Mal hat es mir hier sehr gut geschmeckt, deswegen bin ich nochmal wieder her. Eiswein, Schweinshaxe,
Salamibrote, Schinkenbrote, Schweinebraten, gemischte Wurstplatte. Ja, aber wie gesagt, ihr seht, es ist eine gute Auswahl da. Dessert. Diverse Kaffeeangebote und natürlich auch Thai-Food. Das darf nicht fehlen. Auch eine gute Auswahl. Scharfe Suppe mit Meeresfrüchten, scharfer Wurstsalat mit Zwiebeln, gebratenes Rindfleisch mit Chilisauce oder scharfer Glasnudelsalat mit Krabben. Alles da. Ja, hier nochmal die Getränkekarte. Im Überblick. Nicht alkoholische Getränke, alkoholische Getränke. Ja, und das war's erstmal mit der Karte. Jetzt schaue ich erstmal einmal für mich. Ich habe hier gerade eine Karte bekommen. Es wird wohl noch ein zweites Old Germany eröffnen. Die Nakloa Road weiter runter und dann dort, erkennt man es, irgendwie irgendwo da. Ja, Essen ist gekommen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ist dann doch die Rollade geworden. Kartoffelpüree und Rotkohl. Und dann sage ich einfach mal guten Appetit. Und da ich heute ordentlich Appetit habe, habe ich mir direkt noch ein Gulasch hinterher bestellt. Guten Appetit. Und auch das Gulasch war sehr, sehr lecker. Und ich platze gleich. Ja, nachdem ich da jetzt ziemlich ordentlich zu Abend gegessen habe, mache ich jetzt einen kleinen Spaziergang, bevor ich mir irgendwie ein Motorbike-Taxi oder ein Badbus nehme und mal schauen. Es war auf jeden Fall sehr lecker. Also die Rollade und das Gulasch haben mit einer Fanta zusammen insgesamt 620 Baht gekostet. Und ja, hat mir sehr gut geschmeckt. Werde wiederkommen. Und ja, wie gesagt, es war sehr lecker. Auch ein paar Zuschauer dort getroffen an der Stelle. Schöne Grüße. Und ja, das war's auch schon von dem Video. Wenn ich eine Webseite von dem Restaurant finde oder von Facebook oder wie auch immer, packe ich euch den Link unten in die Beschreibung rein. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.